Hi, heute machen wir uns was Leckeres aus einer Gewürzgurke, aus einer eingelegten Gurke. Und wenn du wissen möchtest, was wir daraus machen, dann heißt es für dich dranbleiben. Total verrückt. Hallo liebe Freunde von Digistyler Barbecue und herzlich willkommen zum weiteren neuen Video. Heute grillen wir uns mal eine Gewürzgurke und ich denke mal, es wird ein schnelles Video heute. Alles, was wir nämlich dafür brauchen, steht schon auf dem Zutatentisch. Da gehen wir jetzt mal rüber. Bis gleich. So, auf meinem Zutatentisch steht dann schon alles bereit, was wir für unsere gegrillte Gewürzgurke brauchen. Denn wir brauchen, wie ihr seht, wo ist sie denn jetzt? Ach ja, hier. Eine Gewürzgurke. Und die kommt jetzt auf den Grill. Jetzt heißt das für uns, dass wir die Gurke auf den Grill legen. Indirekte Seite. Dann machen wir jetzt den Deckel drauf. Und warten 20 Minuten. Das war's. In 20 Minuten sollte unsere Gurke dann jetzt schon ganz weich sein. Jo, die ist sehr weich. Die nehmen wir jetzt mal vorsichtig runter. So, dann legen wir uns hier mal auf den Teller. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. So, jetzt machen wir mal einen beherzten Mittelschnitt. So. Jetzt schauen wir uns einmal die Gurke von innen an. Boah, schaut mal. Und wie saftig die ist. Da ist nichts trocken. Seht ihr das? Alter. Das ist richtig geil. So, das ist unsere gegrillte Gewürzgurke. Und davon schneide ich mir jetzt noch ein Scheibchen ab. Und dann koste ich die jetzt einfach mal. Boah. Boah. Die absolute Verarsche, Jungs. Jetzt habe ich euch ein bisschen hops genommen. Das sollte ein kleiner Gag sein. Wie wir jetzt unsere Gewürzgurken oder unsere gefüllte Gewürzgurke richtig grillen, das seht ihr in dem folgenden Video. Viel Spaß dabei. Hallo liebe Freunde von Digistyler Barbecue und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von mir. Heute, wie gesagt, machen wir uns was, ja, ich hoffe, Leckeres aus einer Gewürzgurke. Ich habe lange überlegt, was kann man mit so einer Gewürzgurke machen. Klar, man kann sie einfach auf den Grill legen oder man kann sie noch ein bisschen mit ein paar Toppings versehen. Und ich habe mir gedacht, wir werden diese Gewürzgurke schön lecker mit Käse füllen und mit Bacon umwickeln und das Ganze zum Schluss noch mit einer richtig schönen, scharfen, fruchtigen Barbecue-Soße gläsen. Und dann hoffe ich mal, dass wir eine richtig leckere, gegrillte Gewürzgurke rauskriegen. Und alles, was wir dafür genau brauchen, um diese Gewürzgurke schmackhaft zu machen, das zeige ich euch wie immer bei mir am Zutatentisch. Bis gleich. So, nach dem kleinen Joke, sei mir verziehen, aber egal, ein bisschen Spaß muss sein. Jetzt hier auf dem Zutatentisch sehen wir genau, was wir für unsere Bacon Cheese Pickles genau brauchen. Wie der Name schon sagt, brauchen wir Käse. Da habe ich hier so einen schönen Cheddar Block. Ihr könnt euch natürlich auch ein bisschen Gouda nehmen oder Mozzarella, ist euch überlassen. Wir brauchen natürlich ein paar eingelegte Gewürzgurken. Wir brauchen etwas Bacon, Frühstücksspeck in Scheiben und eine Barbecue-Soße eurer Wahl. Da habe ich mir jetzt hier die von Kühne rausgesucht, diese Hot Chili, die ist super lecker. Die ist nicht zu scharf, aber hat ordentlich Wumms und ist schön fruchtig. Dann brauchen wir noch einen Pinsel, um das Ganze zu verteilen. Eine Grillzange und wir brauchen hier so einen Apfelausstecher. Wie wir jetzt genau den Käse hier in diese Gewürzgurke reinbekommen, das zeige ich euch bei mir am Brett. Bis gleich. So, wie genau bekommen wir jetzt unseren Käse in die Gurke? Das ist ganz einfach. Dafür nehmen wir uns hier einfach eine Gewürzgurke. Dann habe ich hier meinen Apfelausstecher. Und dann gehen wir jetzt mit dem Apfelausstecher einfach auf dem einen Ende in die Gewürzgurke vorsichtig rein. Und lösen quasi die Gewürzgurke etwas aus. Auf der anderen Seite auch nochmal. Zack. Und dann haben wir hier schon unser Innenleben von der Gewürzgurke, was wir so rausziehen können. Dann haben wir ein wunderbares Loch drin. Und in dieses Loch können wir uns jetzt den Käse verstecken. Ich habe das mit den anderen schon mal vorbereitet. Zack. Zack. Eine habe ich noch. Zeige ich euch nochmal. Also rein. Schön vorsichtig. Wir wollen ja die Seitenwände nicht verletzen. Zack, dann wieder raus. Dann nochmal rein. Und dann können wir
uns das Innenleben rausholen. Wir haben dann hier unser Loch drin und da können wir unseren Käse reinpacken. Das ist das ganze Hexenwerk. Jetzt schauen wir mal, ja, das müsste schon reichen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die kann man so wegnaschen. Jetzt schneiden wir uns da mal eine schöne Scheibe Cheddar runter. So ungefähr. Dann nehmen wir uns den Käse und stopfen den hier in die Gurke rein. So. Und dann nehmen wir uns hier von den Resten, was wir rausgepopelt haben, und schneiden uns so ein kleines Stück von den Enden ab. Hier diese kleinen Stückchen hier. Und verschließen damit unsere Löcher, damit der Käse uns nämlich hier nicht rauslaufen kann. Und jetzt haben wir den Käse in der Gewürzgurke drin. Ah, danke, mein Schatz. Siehst du, habe ich meinen Kaffee vergessen. Und meine Frau bringt mir. Aber hier stört er jetzt. So, und dann jetzt also nochmal. Ich zeige es nochmal. Also, wir haben jetzt hier unsere Gewürzgurke mit unserem Loch drin. Dann schneiden wir uns ein gutes Stück Käse am Stück ab. Das muss natürlich so breit sein, dass es auch in das Loch von dieser Gurke passt. Schneiden wir noch ein bisschen schmaler. Dann kommt das Stück Käse in die Gurke. So. Und dann haben wir ja, wie gesagt, hier unsere Enden. Da schneiden wir uns ein kleines Stück wieder ab und packen die Enden hier in die Gurke rein. So ist gewährleistet, dass uns die Gurke nachher mit dem Käse nicht ausläuft. So, ich mache das mit den anderen zwei jetzt auch noch fertig. Und dann wickeln wir zusammen den Bacon noch drum. Also bis gleich. Jetzt heißt es nur noch den Bacon um unsere, ja, Käsegewürzgurken wickeln. Dafür nehmen wir uns mal eine Scheibe Bacon. Legen die Gewürzgurke rein und verpacken uns die Gurke einmal längs. Dann nehmen wir uns die nächste Scheibe Bacon. Verpacken jetzt unsere Gewürzgurke einmal komplett mit dem Bacon. Wenn es zu wenig ist, nehmen wir uns einfach noch eine Scheibe. So. Und einfach alles drum bewickeln. So. Und schon haben wir unsere Gewürzgurke. Und schon haben wir unsere Gewürzgurke im Bacon versteckt. Das machen wir jetzt mit den anderen auch. Also einmal längs. Dann einmal quer. Und sollte der Bacon nicht reichen, dann nehmen wir einfach noch eine weitere Scheibe Bacon. Denn alles schmeckt besser mit Bacon. Und es schmeckt noch besser mit noch mehr Bacon. Was? Oh, ein Paket. Da steht mein Paketbote. Also, Moment. Ich wickle jetzt hier noch schnell den Bacon drum. So. Dann muss ich mal kurz weg. Da ist ein Paket für mich abgegeben. Bin mal gespannt. Bis gleich. Haha, wie geil ist das denn? Jetzt muss ich hier mal kurz spontan umbauen, denn mich hat ein Paket von dem Philipp erreicht. Philips Barbecue Smoker Grill. Und würde ich sagen, das machen wir gleich mal auf. Haha. Zack. Das ist ja mega geil.
Philipp, an dieser Stelle schon mal ein dickes Dankeschön. Und jetzt bin ich neugierig. Ah, hier sind schon mal Aufkleber drin. Verpackung. Und zwei Wraps. Alter, wie geil! Weitere Verpackung, die brauchen wir jetzt nicht. Machen wir mal eine Seite. Alter, schaut euch mal. Einmal Philips Rinderwahn und einmal Philips Steak Session Seasoning. Ey, Philipp, mega, Dankeschön. Das ist jetzt mal eine coole Überraschung. Da würde ich doch schon mal gleich sagen, da können wir doch spontan. So, erstmal weggeräumt. Da können wir doch spontan unsere. Unsere Gewürzgurken, da können wir das dem Bacon mit Rinderwahn. Ja, was nehme ich jetzt? Rinderwahn, Steak Seasoning, Rinderwahn, Steak Seasoning, Rinderwahn, Steak Seasoning. Ich nehme den Steak Seasoning. Alter. Tja, unverhofft kommt oft. Nochmal Philipp, ey, recht herzlichen Dank. Ich denke mal, das kann man auch käuflich erwerben. Ich schreibe euch das mal unten in die Infobox, wo ihr Philipp seine Gewürze wieder bekommt. Ja, jetzt ist es Produktplatzierung. Philipp, ich danke dir. Gewürzmischung für Steaks. Gucken wir mal kurz hier hinten, was steht hier hinten noch so drauf. Es ist drin Meersalz, Knoblauch und Pfeffer. Meersalz, Knoblauch und Pfeffer, ja wunderbar. Gluten- und laktosefrei. Ja, die nutzen wir. Die machen wir uns mal gleich auf. Natürlich mit dem geilen Messer, was ich gewonnen habe bei der Verlosung vom Grillmatz. Auch hier nochmal recht herzlichen Dank für diesen geilen Gewinn. Mega geiles Messer, habe ich mich schon jetzt mindestens schon zweimal den Finger mitgeschnitten. Mega scharf. So. Oh, jetzt, oh, das riecht aber schon. Ah, seht ihr? Wow. Oh, lecker. Ja, das machen wir. Das nehmen wir gleich ein bisschen was von. So, jetzt nehmen wir erstmal einen Schluck Kaffee. Den mir meine Frau ja vorhin rausgebracht hat. Ist aber mittlerweile auch schon kalt, weil hier draußen sind ja auch nur gefühlte 6, 7 Grad. So, weiter geht's im Text. Wie nehmen wir uns die nächsten Bacon? Ey, da komme ich jetzt gar nicht drüber, ey. Philipp, echt. Da habe ich mich jetzt riesig drüber gefreut. Richtig geil. Ha! So kann ja Paketbote gerne öfters mal klingeln kommen. So, jetzt wickeln wir hier noch mal ein bisschen Bacon rum. So. Noch eine. Mach das jetzt schon schnell zu Ende und dann sehen wir uns gleich. Die Gewürzgurken sind mit Käse gefüllt, sind jetzt mit Bacon lecker umwickelt. Und jetzt, wie versprochen, haben wir hier noch unser Steak Seasoning vom Philipp. Und da würzen wir uns jetzt einfach mal ein ganz kleines bisschen. Unsere Bacon Cheese Pickles. Ja. Der Bacon ist auch ein bisschen salzig, aber der ist so dünn. Zack. Zack. So, das soll es auch schon reichen. Das, was alles daneben liegt, kann man einmal rein. So. Dass die Motorsäge, die ihr im Hintergrund hört, da wird irgendwo beim Nachbarn oder auf dem Schulgelände ein Baum gefällt. So. Und jetzt heißt es, unsere kleinen Freunde auf dem Grill. Der ist jetzt mittlerweile vorgeheizt bei gut 190 Grad und da gehen wir jetzt rüber. Am Grill angekommen. Wie gesagt, knappe 200 Grad hat der Grill jetzt. Ich hole mich mal ein bisschen ran noch.
legen wir uns dann jetzt in den indirekten Bereich. Unsere Bacon Cheese Pickles. So. Indirekter Bereich heißt, ich habe hier links habe ich einen Kohlekorb und hier rechts habe ich einen Kohlekorb. Hier in der Mitte, wo die Gewürzgurken drauf liegen, da drunter ist gar nichts. Das ist mein indirekter Bereich. Deckel zu. Und das Ganze lassen wir dann jetzt mal so für eine Viertelstunde, 20 Minuten ganz in Ruhe. Bis gleich. Auf dem Grill liegen dann unsere Gewürzgurken jetzt schon die Hälfte der Zeit, also so knappe 15 Minuten. Jetzt drehen wir sie uns einmal mal um. So. 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 Boah, riecht auch ein bisschen nach Gewürzgurke. Ah, jetzt nimmt der Wind wieder zu. Und jetzt machen wir den Deckel wieder zu. Und lassen sie noch mal 10 Minuten in Ruhe vor sich hin grillen. Die nächsten 10 Minuten sind vorbei. Au! Da sehe ich gerade, dass uns hier der Käse schon ausläuft. Okay. Da hat es dann diesen Proppen rausgedrückt. Jetzt werden wir uns die Freunde mal hier noch mit ein bisschen Barbecue-Soße gläsen. So. Jetzt dauert es auch nicht mehr so lange. Die lassen wir jetzt mal noch 5 Minuten so liegen, dann drehen wir sie einmal um, glasen die andere Seite und dann sind sie auch schon fertig. So, Deckel wieder zu und warten. Die 5 Minuten sind rum. Jetzt drehen wir uns die Kollegen einmal um. Ah, hier kommt sie, ist da. Hier kommt auch schon wieder so raus. Hier habe ich sie einmal wieder zusammengebastelt. Da habe ich wohl ein bisschen schluderig gearbeitet. Denn normalerweise halten die. So, hier müssen wir auch aufpassen. Hier kommt, wie gesagt, auch schon was raus. Aber die sind jetzt in 5 Minuten sind die auch fertig. Wir müssen nämlich jetzt... Da stelle ich die auch mal hier so ran. Zack, mit der Käse drinne bleibt. So, dann bekommt nämlich die zweite Seite jetzt auch noch ein bisschen von der leckeren Barbecue-Soße was ab. Die ist schön stückig, sehe ich. Da ist nämlich rote und grüne Paprika mit drin. Und wie gesagt, die ist schön scharf, aber nicht zu scharf. Und fruchtig. Die ist wirklich richtig schön fruchtig. Das ist das Leckere. So. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für eine Gewürzgurke sieht das schon mal richtig geil aus. Also 5 Minuten noch und dann können wir uns ein Kosterli wagen. Die zweiten 5 Minuten sind jetzt auch fertig. Wir müssten jetzt eigentlich fertig sein und ich muss ganz ehrlich sagen, die schauen echt klasse aus. Boah. Sehen die gut aus oder sehen die gut aus? Boah. Ich würde sagen, runter vom Grill und dann zügig ein Anschnittbild und ein Kosterli. Ich freue mich. Also runter vom Grill damit. So. Und rauf damit aufs Brett. Also ich muss sagen, optisch müssen die Freunde sich echt nicht verstecken. Also ich finde, die sehen echt klasse aus. Da bin ich jetzt mal aufs Anschnittbild gespannt und vor allem auf den Geschmack. So, dann nehmen wir mal den Freund hier und schneiden ihn einfach mal auf. Ja,
riecht auf jeden Fall lecker aus. Stellen wir uns davon mal ein Scheibchen runter zum Kosten. Und noch eins. Zack. Boah, das sieht echt lecker aus. Tja, jetzt sind wir mit unserer verrückten Kreation fertig geworden. Hier habe ich das leckere Stück gegrillte Gewürzgurke gefüllt mit Käse, Bacon und ja, einer Barbecue-Soße. Und jetzt lassen wir uns das Stück mal schmecken. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Gefüllte Gewürzgurke mit Cheddar-Käse, mit Bacon drumherum, Barbecue-Soße. Alter, mega. Das ist richtig mega. Also da erzähle ich euch definitiv kein vom Pferd. Man hat immer noch die bissig, also die Gewürzgurke ist immer noch bissfest. Überhaupt nicht sauer oder irgendwie so. Wirklich endgeil. Auch mit dem Gewürz vom Philipp, weil da ist ja viel Salz drin. Auch gar nicht salzlastig oder irgendwie sowas. Schmeckt einfach nur richtig, richtig geil. Also das müsst ihr definitiv mal nachmachen. Und wenn ihr es nachgemacht habt, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, wie es euch geschmeckt hat. Das würde mich auch mal interessieren. Mir bleibt natürlich jetzt nur zu sagen, weil wir jetzt schon wieder am Ende meines Videos sind. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir doch durch einen Daumen nach oben. Wohlwollende Kommentare, wie gesagt, sind immer gerne gelesen unten. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, das sind mittlerweile übrigens 85%, die meine Videos gucken, aber nicht abonniert haben, verstehe ich nicht. Könnt ihr jetzt aber hier unten, könnt ihr gerne mal draufklicken. Daneben ist noch so eine Glocke, die könnt ihr auch noch aktivieren. Denn ihr wisst ja, nur wer die Glocke aktiviert, der wird automatisch informiert, wenn ich freitags 10 Uhr mein neues Video zu euch hochlade. Ich lasse mir jetzt auf jeden Fall noch von den Dingern hier noch mal ein paar schmecken. Ich bin für heute raus. Tschüss, ciao, euer Sören von Nückis deiner Barbecue. Ciao. Alter. So unglaublich geil, ehrlich. Boah.